So, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Gran Turismo. Wir haben zwar schon den nächsten Tag, aber wir werden jetzt trotzdem ein bisschen gucken. Gut, das haben wir ja schon. Alles andere darf ich halt, glaube ich, nicht, weil wir einen japanischen Wagen haben. Genau. Okay. Sehr ärgerlich. Auch nicht, scheiße. Das ist ärgerlich. Aber hier können wir anfangen. 5 Rennen. Mann. Immerhin eine Sache, wo wir anfangen können zu fahren. Hätte mir schon Sorgen gemacht, dass wir gar nichts haben, wo wir anfangen dürfen. Ach ja, natürlich. Ja gut, ganze 5 Runden. Der mit Seattle war jetzt sehr nervig. Auf jeden Fall. Da hätte ich mich, hätte ich mir gewünscht, dass ich das Ding noch schaffe. Mit dem Wagen. Gerade an der Stelle wollte ich eigentlich gerade durchziehen. Ja. Natürlich, die sind alle perfekt. Perfekt gestartet, perfekt gebremst und hochgeschwindet durchgekommen. Natürlich. Kennen wir ja. Wobei ich sagen muss, also ich mag den Wagen, ja, aber ich bin ein bisschen mittlerweile enttäuscht. So, dass er jetzt bei der Strecke zum Beispiel, ja, da habe ich starke Defizite sofort, ne? Vielleicht den Windschatten nehmen sollen, dann wäre ich wahrscheinlich besser durchgekommen.
Respekt. Die haben eine bessere Bremse als wir. Wow. Wie der BMW, ich glaube das ist ein BMW. Wie der eiskalt mit Vollspeed easy going durch die Kurve kam. Wow. Das ist schon krass, ich denke mal, das ist ein BMW. Gucken wir gleich mal, wenn er auf dem vierten bleibt. Aber ich meine, das wäre ein BMW vom Aufbau her. Hören wir auf. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Wir brauchen einen besseren Wagen. Für diese Kurven. Das hat keinen Sinn. Schade. Also, sehr stark enttäuscht hat er mich jetzt so, ne? Ich meine, Apricot Hill, no problem, so, ne? Aber hier, Grand Valley East Course, easy going, zack, 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 Ende. So, ne? Kam nichts. Kam von seiner Seite, kam nichts. Das ist schade. Das ist richtig schade. Ne? Und da werden wir jetzt erstmal gucken, ob wir noch einen anderen Wagen haben. Ja, jetzt haben wir einen Viper GT SR. Probieren wir mal spaßenshalber aus. Ich meine, wir haben Ausdauerrennen irgendwie auch noch. Wird das denn jetzt ein amerikanischer Wagen? Natürlich klar. Ich habe jetzt leider vergessen. Ne, die sind ja alle niedriger. Deswegen da brauche ich gar nicht gucken. Muscle Cars habe ich eigentlich auch schon alle durch. Da bleibe ich gar nichts mehr, ne? Total getunter Saugmotor ist, glaube ich, der ist frei. Müssen wir mal gucken, ob der das fahren kann. Kann er. Aber wir fahren Automling. Boah, das wird auch bitter. Automring, okay. Weil da stand Link. L-I-N-K, nicht R-I-N-G. Gut, fahren wir Saugmotoren. Das wird sowas von schlimm. Weil mit dem kannst du einfach nicht lenken, das weiß ich jetzt schon. Ich werde zwar wahrscheinlich keine Probleme mit der Geschwindigkeit haben. Aber der Viper ist ein... Naja. Ich hasse Automobil. Ich habe irgendwie Angst, mit dem gleich Trial Mountain zu probieren. Sieht mich nichts. Ich werde das hier jetzt fahren, weil dann habe ich Saugmotoren durch. Ja, brauche ich nicht anfangen drüber.
Bruder, was ist los, Viper? Deswegen fahre ich keine Viper. Dafür fahre ich keine Viper, keine Dodge. Nichts davon. Weil genau das. Bisschen lenken, zack, das Ding dreht durch. Ist einfach scheiße. So ein Auto brauche ich nicht. Ich brauche ein Auto, Lenkung super. Geschwindigkeit in Ordnung. Aber nicht eins, wenn du gerade mal kurz ein bisschen Gas gibst, das Ding sofort durchdreht. Sorry, aber sowas benötige ich nicht. Guck, easy going, Gegner, easy. An einem vorbei. Und der Viper sagt sich so, Bruder, ich muss drehen. Er mag von der Geschwindigkeit, ja, funktionieren. Aber vom Drehmechanismus ist es ganz weit entfernt. Ja. Ist lächerlich. Sorry, aber... Die Suche nach dem richtigen Auto für die richtigen Cups geht weiter. Der Wagen ist scheiße. Ganz einfach, der ist einfach nur Müll. Also ich kann nicht mit ihm fahren. Ich kann generell mit welchen, die hinten Beschleunigungen haben, kann ich überhaupt nicht fahren. Für mich ist das Müll. Abfall und benötigst du kein bisschen. Mhm. Alles klar, es gibt keine Informationen über den Wagen. Probieren wir mal Just for Fun, ich weiß nicht, ob der einen Saugmotor hat. Der Name sagt mir auch noch nicht mal, was für eine Nationalität das Ding ist. Aber wenn es sich irgendwie steuern lässt, besser als gerade der Viper, nehme ich. Aber Automating ist auch einfach eine Müllstrecke. Ich hasse die Strecke einfach. In egal welchem Rennspiel, ich hasse diese Strecke. Für mich ist das ein Hindernisparcours einfach, ey. Ja, weil mein Auto, ich weiß, dass es einfach hundertprozentig sich tausendmal drehen wird. Also für die neuen Zuschauer übrigens, unten rechts ist einfach nur frei, weil da soll der Chat reinkommen. Das heißt, wenn man da was schreibt, dann sieht man den Chat. Vorher hatte ich mein Logo drauf, aber ja, wie gesagt, ein Zuschauer gestern meinte, solltest du lieber den Chat mal reinpacken, weil, weiß nicht, ist irgendwie besser. Also ich meine, ich persönlich brauche es nicht, ne? Ich meine, ist vielleicht spannend für die Zuschauer so, die jetzt nicht auf den Chat achten, so, wenn sie Twitch gucken, sondern im Vollbildmodus, sofern sie das überhaupt machen. Ich bin eigentlich einer, ich gucke immer Vollbildmodus, weil, weiß nicht, der Chat interessiert mich eigentlich eher mehr, wenn ich irgendwas schaue. Naja, aber ich achte zum Beispiel
bei Streamern schon da drauf, wenn da irgendwie im Video schon der Chat irgendwie eingeblendet ist, dann lese ich mir das aus spaßenshalber mal durch, so. Ne? Ist mal interessant zu wissen, wer da gerade dabei ist und ja, unter anderem, was da geschrieben wird, so, ne? Kann ja mal interessant sein, ne? Und ja. Fährt sich in Ordnung, der Wagen. Bis jetzt keine Beschwerden. Klar, dreht sich. Kann sich drehen. Aber für die Gegner hier reicht es. Für die Gegner hier reicht er. Dass wenigstens, wenigstens dieses Rennen erfolgreich schaffe. Gucken wir mal, vielleicht gewinnen wir irgendeinen Wagen, den wir für andere benutzen können. Also die Hoffnung habe ich irgendwie so, ne? Ich mag das System eigentlich auch, ne? Ist ja bei Forza auch der Fall so. Gewinnst auch, also bei Forza 1 war das jetzt als Beispiel so. Da kriegst du dann auch einfach einen Wagen, wenn du die Meisterschaft geschafft hast, so, ne? Ja, und den Wagen kannst du dann halt für was anderes benutzen, so, vielleicht, ne? Also kannst halt verkaufen, wenn du meinst, dass du den echt nicht brauchst, so. Wobei, da wird halt immer gewarnt, so, jo, solltest du vielleicht mal aufpassen, ja. Ich meine, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich verkaufe die Sachen sowieso nicht. Ich meine, ich wollte diesen blöden GTR, der dazu geführt hat, dass ich meinen Controller kaputt gekriegt habe, wollte ich eigentlich verkaufen, der ist aber immer noch in meinem Besitz. Oh, schon jetzt einen neuen Wagen gekriegt. Kann ja sein, dass wir dadurch in jeder Runde, nach jedem Rennen ein Auto wieder bekommen. Aber das finde ich gut. Kann man nachher gucken, ob da irgendwas dabei ist, was man für andere Rennen benutzen kann. Dann spare ich mir nämlich das Ganze, nach einem geeigneten Auto zu suchen. So, Grindelwald ist die Strecke. Ja, wurde nicht inspiriert von Harry Potter, das war ja da vorne. Gran Turismo 2. Ja, da freue ich mich eigentlich auch schon auf den nächsten Teil von Fantastische Tierwesen. Wobei ich es schade finde, dass Johnny Depp Grindelwald nicht spielt. Bin ich ganz ehrlich, das hätte er saugeil gespielt, finde ich. In dem Film. Hat er extrem gut gespielt, finde ich. Ich hätte ihn auch gerne im nächsten Teil gesehen. Ja, weil er halt einfach dieses Emotionslose ideal sehr gut zeigt. Mit seiner Mimik auch und so. Finde ich super. Und natürlich auch großes Lob an deutsche Synchronsprecher wieder. Die echt in dem Bereich echt wieder einen super Job abziehen. So, ne? Oder Synchronschauspieler heißt das hier irgendwie so, ne? Ich meine, klar, du schauspielerst was mit deiner Stimme. Klar. Nee, also jetzt ernsthaft, so, ne? Alles gut, so. Ich will da niemanden irgendwie sagen, jo, immer der Schwachsinn, was du laberst, so, ne? Im Gegenteil. Aber ist eine interessante Strecke, muss ich sagen. Also merkt man schon, dass es in Deutschland ist, ne? Ist im Bereich Bayern und so, ne? Ist ja klar, Deutschland ist Bayern.
international gesehen sind wir immer Bayern. Ja gut, ich meine, international im Fußball werden wir ja auch von Bayern vertreten. Eigentlich jedes Jahr. Was auch irgendwie traurig und langweilig ist. Ja gut, und die Welt sieht uns halt nicht. Dass wir in Latzhosen und oder so weiter oder Sandalen mit Socken rumlaufen und ständig Bratwurst futtern. Finde ich gut. Tue ich auch nicht. Also der Kleidungsstil sowieso nicht. Da bin ich komplett raus. Das würde ich noch nicht mal tragen, wenn ich dafür Geld bekommen würde. Ja, wobei, sagen wir es mal, Hand aufs Herz. Es kommt auf die Kohle an. Und wie lange. Und wer noch mitmacht. Weil wenn du sagst, wenn du irgendwie einen guten Kollegen noch mitnehmen sollst, so, dann würde ich den Spaß mitmachen. Junge, würde ich sowas von Fotos von machen, ey. Damit man sich an die Sache immer wieder erinnert, so, ne? Auf jeden Fall. Also, für da, ja, könnte ich machen, aber sonst so, nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. So, auch beendet da drin. Die Strecke war jetzt einfacher als der blöde Auto im Ring. Gott sei Dank müssen wir den nicht fahren. Im Ausdauerrennen, boah. Aus Prinzip hätte ich Nein gesagt. Aus Prinzip habe ich gesagt, nö. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. So, Laguna Seca, letzte Runde. Oder Laguna Seca generell. Wobei, das könnte jetzt wieder schwierig werden mit dem Wagen. Aber ich finde es interessant, dass hier freigeschrieben wird. Also, dass es keine Beschränkung gibt. Das finde ich interessant. Aber die Wagen jetzt eher so, naja, geht. Sind so, ne, von der Leistung her. Na klar, von der Beschleunigung her sind die besser als ich. Am Anfang auf jeden Fall. Und dann ziehe ich an die Easy Going vorbei. Tja. So in etwa auf jeden Fall, ne? Meine Fresse, ich wollte mir nur kurz mal die Nase putzen. Mann, kannst du nicht einfach mal Gas geben und easy going durch das Ziel fahren? Nein.
Muss genau an der Stelle auch noch schön gegen irgendein Scheißhindernis knallen, ne? Damit auch wirklich jeder Gegner easy Chance hat, einen wieder einzuholen. Damit ich in der zweiten Runde genau das gleiche Spiel wie in dem ersten machen darf. Dass man einfach easy going eigentlich verhindern konnte. Ach Mann. Manchmal rächt das Spiel einen auf, ja. Ich muss mich glücklich schätzen, wir sind ganz gut dabei. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon weit gekommen heute. Ja, wir haben 2 Rennen geschafft. Sind gerade am 3. dran. Und Ausdauerrennen brauchen wir nur noch 2 Stück. Aber für den 691 HP muss ich mir noch einen geeigneten Wagen suchen. Weil es Trial Mountain ist und da sind sehr viele Kurven und das traue ich dem hier überhaupt nicht zu. Und da brauche ich noch ein 591 HP, weil da traue ich dem Gelben dann nicht zu. Ich meine, wir haben ja im letzten Stream haben wir das ja mal kurz spaßenshalber ausprobiert. So oft wie ich mich da gedreht habe, habe ich mich in den 50 Runden. Waren das 50 Runden? Apricot Hill nicht einmal gedreht. Ich meine, es waren 50 Runden Apricot Hill. Ja, so sehe ich das halt, ne? So, dann schauen wir mal, was für Wagen wir bekommen haben. Ach ja. Oder haben wir da noch irgendwas zu machen? Ich glaube nicht. Glaube nicht, oder? Super Tourenwagen. Dann bitte alles 191. Auch großartig. So, und das war 591, naja, na. Da sind wir ein bisschen zu schnell. Alter. Wow. Das ist Bone Tegra und zweimal Mazda. Das hat sich voll gelohnt. 259, großartig. Wow, 165 hat sich voll gelohnt, ey. Ein 3000er Wagen, ey. Habe ich bekommen, weil ich 3 Runden gefahren bin, ey. Mein Headset hat sich jetzt leider mit meinem den Kabel von Dings verheddert. Oh, vielen Dank, Fred Patrick Crafter, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob du deutschsprachig bist oder englischsprachig, so. Ich sag es mal auf Englisch. Thank you so much, Patrick Crafter, for your follow. Hat sich heute mal wieder gelohnt. Ich glaube, ich sollte öfters um die Uhrzeit streamen. Ich glaube, da sind die meisten Leute mehr wach als so, ne?
Machen wir es mal spaßenshalber. Ja, wir sind alle Leute einfach ausgemacht, so, weil wir hier ja sowieso Musik haben in dem Spiel. Naja, Musik. In Anführungsstrichen. Und wir haben ja gar keine weichen Räder. Gut, das hat schon mal gut funktioniert. Das funktioniert noch besser. Aber nein, 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 danke schön. Euch überhole ich alle noch, glaubt ihr? Ja, ich brauche dann brauche ich kein 691er Auto. Die Kurve ist aber jetzt richtig scheiße genommen, ne? Also um die Kurven kommt er echt sehr schlecht und sehr dürftig. Vielleicht klappt es auch nicht. Weiß nicht, das ist einfach ein Hinterlader. Ich hasse Hinterlader. Oder Hintenantrieb. Ich hasse so welche Wägel. Weil genau sowas passiert. Du gibst ein bisschen Gas, wuff, dreht um. Ich hasse sowas. Deswegen, die ich am liebsten mag, sind 4x4. Weil sind angenehmer. Ja, ein Problem hast du dem im Grunde auch nicht. Also eigentlich gar keiner. So, ne? Deswegen, so, der Lexus, wie gesagt, der hat nicht funktioniert. Der Celica Relica, was kannst du denn alles? 569, du hörst dich auch nicht schlecht an. Was haben wir denn hier noch? Ein 4x4. Ich glaube, 4x4 gibt es gar nicht in dem Bereich, oder? Aber ich mag den Namen von Patrick Crafter. Finde ich cool. Wüsste zu gern, wie man auf diesen Namen gekommen ist. So, jetzt ernst gemeint, ne? Ich wüsste es immer gerne, wie die Leute auf ihren Namen gekommen sind. Also ich weiß, wie ich auf meinen gekommen bin. Also ich heiße hier auf Twitch der Takiro Twitch. Ja, was? Twitch ist logisch hinten dran, weil der Takiro war halt schon besetzt. Oder war klein genug, ich weiß nicht, einen von beiden auf jeden Fall. Und genau, und der Takeru ist halt mein Name. Hier auf YouTube und ja. Eigentlich auf YouTube halt, ne? Und auf Twitch halt übernommen. Aber ich finde es schön, wenn Leute Gran Turismo 2 so toll finden. Also ich meine, ich Streams einfach einfach ein Klassiker und dass ich dadurch echt schon einige Followers bekommen habe. Ja, sind einige mittlerweile schon. Finde ich super großartig, dass das Spiel halt so gut ankommt, dass man ja einen Follow da lässt. So, ne? Finde ich großartig. Also vielen, vielen Dank, wer immer mir einen Follow gibt. Nicht großartig. Es hat sich gelohnt, heute zu streamen. Also mega. Nicht nur, weil wir halt schon Cup wieder geschafft haben, sondern weil ich auch noch einen Follower dazu bekommen habe. Auch wenn ich es natürlich schade fände, wenn das wieder ein englischsprachiger Zuschauer ist, während ich hier halt auf Deutsch spreche. Was ich auch sehr schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, so, es wird mir nie wirklich angezeigt, wie viele Leute gerade zuschauen. Das finde ich bei Twitch irgendwie ein bisschen, naja. Bei YouTube ist das irgendwie einfach, weil da kriegst du dann einfach,
Wenn dir keiner zuschaut, dann bleibt die Teil auch auf Null. So, ne? Und hier habe ich so den Eindruck, dass die 1 immer da bleibt. Egal was kommt, auch wenn dir gar kein Mensch zuschaut. Aber dir irgendwie so an eine Art Selbstmotivation gibt, dass dir doch irgendjemand zuschaut. So habe ich das. Also so habe ich den kleinen Verdacht so. Weiß nicht, wenn irgendjemand da Näheres weiß. Okay, ich hab den Sound vom Fernseher auch ausgemacht. Nicht, dass der Spiele-Sound da doppelt rauskommt. Das hatte ich tatsächlich auch in irgendeinem Let's Play oder zwei. Ich glaube in zwei Videos ist mir das schon passiert. Das war aber nicht so schlimm. Gott sei Dank. Weil der Sound synchron war. So, das heißt. Das Mikrofon war es im Grunde scheißegal. So, ne? Das finde ich cool, ja. So, dann haben wir 4x4 den letzten Rennen geschafft. Der steuert sich nicht schlecht. Ich würde mal cool, neue Wagen. Ich würde mal spaßenshalber Seattle probieren. Auch wenn wir halt nur 562 HP haben. Statt 590, was wahrscheinlich besser wäre, aber wir gucken einfach mal. Aber dafür ist die Lenkung ganz gut. Ne? Deswegen sonst noch nicht, glaube ich. Oder wir können gerade hier noch diese 5x5 Rennen am Ende gucken. Genau, das Ding. Das können wir vorher machen und dann gucken wir mal Seattle. Weil das ist mir ein bisschen wichtiger, dass wir das haben. Ich kann diese eine Kurve einfach nicht. Kann sie einfach nicht. Ja, weil ich mich jetzt drehen musste, habe ich die Kurve jetzt scheiße genommen, ey. Okay. Wir müssen 591. Was ist heute los, Leute? Guckst du gerade mal nicht hin, steigt die Zuschauerzahl. Dann breche ich gerade auch noch ein Rennen ab. Ah, tut mir leid. Das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Den meinen Skyline haben wir gekriegt, okay. 618. So einen ähnlichen. Gucken wir mal. Irgend so ein Skyline habe ich denn noch hier irgendwo. Ja, meins R34 Skyline. Der ein bisschen mehr Kohle wert ist. Und der Lancer. Den ich bestimmt noch in ein paar Rennen benutzen kann.
Nee, freut mich, dass, keine Ahnung, um 2 Uhr morgens die Leute irgendwie wach sind noch und Bock haben, einen Retro-Klassiker hier zuzuschauen. Das finde ich super. Fühle ich mich geehrt, dass ich dann soweit alles richtig gemacht habe. Boah, ist das scheiße. Ich hasse diese Kurve. Diese Kurve ist wirklich das Schlimmste daran. Die Kurve ist echt das Schlimmste. Jetzt lenkt er sich auch wirklich behindert, ne? Der Wagen ist nicht geeignet. Schade. Ne, leider nicht. Na gut, und der Celica, der war nicht geeignet, weil er zu langsam war. So von der Lenkung her kannst du irgendwie noch was machen, finde ich, aber sonst so, nee. Gut, das waren jetzt, glaube ich, eher so die Mehrautos. Ein Supra 686, der sieht auch nicht schlecht aus. Na gut, kann ich halt nur Ausdauer fahren, ne? Passt mir aber in die Tüte. Wenn er dann